In Trier, rund 10 Kilometer von Luxemburg entfernt, lebt der 39-jährige George Karbach in einer kleinen Mietwohnung. Vor 4 Jahren hatte er einen tragischen und alles verändernden Unfall. Er überlebte nur mit viel Glück und ist seitdem körperbehindert. Ich bin auf einer Brücke verunglückt als Fußgänger. Und auf jeden Fall hatte ich diverse Trümmerfrakturen. Und dabei ist auch meine Wirbelsäule verschoben worden. Und meine Arme sind nur noch ganz eingeschränkt benutzbar. Unterstützung erhält George von seiner guten Freundin Sieglinde. Das gemeinsame Hobby, die Malerei, verbindet die beiden seit 15 Jahren. Nach seinem Unfall beschließen sie, eine WG zu gründen und wollen dafür in ein behindertengerechtes Haus ziehen. Der Bauvertrag ist schnell geschlossen, die Arbeiten beginnen. Doch dann gibt es mit dem Unternehmer Ärger, der bis heute anhält. Und jetzt brütest du noch mal darüber. Das hätte mir uns alles ersparen können. Ja. Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe gerade auch da noch ein paar Punkte gesehen. Mit dieser Duschtasse, gefliest, befahrbar, bodentief. Ja, wunderbar. Da hat er jetzt so eine Erhöhung eingebaut. Ja, klasse, da kommst du ja gar nicht drüber. Nur weil es billiger ist. Weil es wieder mal billiger ist und er wieder Geld spart. Es ist unglaublich. Der fragt uns ja nicht. Der redet nicht mit uns. Es ist nichts wie im Vertrag. Gar nichts. Während der Bauphase entdecken George und Sieglinde besorgniserregende Mängel. Der im Haus verwendete Lehmputz beginnt zu schimmeln. Der Streit mit dem Bauunternehmer eskaliert. Seit fast einem Jahr geht nichts mehr voran. George sitzt immer noch in seiner Mini-Wohnung und Sieglinde unterstützt ihn so gut sie kann. Ihr neues gemeinsames Haus ist immer noch nicht bewohnbar. Ist alles zerstört, was das Leben erleichtern sollte. Wir haben uns das so nicht vorgestellt. Wir hatten ja das top gut durchdacht alles und das ist jetzt einfach alles zerstört. Man kann nicht drüber nachdenken. Also es Can I be, was I there? Aus Trier hat uns ein ganz besonderer Hilferuf erreicht. Hier sollte ein behindertengerechtes Haus gebaut werden. Barrierefreiheit ist bei öffentlichen Bauten in aller Munde. Erst recht ist es zu Hause wichtig, dass man sich auch bei einer körperlichen Behinderung frei bewegen kann. Tja, auf dieser Baustelle scheint einiges schiefgelaufen zu sein. Was genau, das müssen wir uns zunächst mal anschauen. Du, von außen sieht es doch fertig aus. Ja. Ein paar Restarbeiten hier noch, Außenlicht. Eigentlich ganz gut von hier. Die anderen Häuser sind alle bezogen. Ja. Manuela und John sind mit den Bauherren Sieglinde und George an deren Haus verabredet. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ich grüße Sie. Kosmala. Ranaletta. Robert Grohlinger. Grüße Sie. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Geht das so? Nach seinem Unfall war der 39-jährige Computerspezialist ganz auf sich allein gestellt. Geschwister hat er nicht. Seine Eltern waren bereits 15 Jahre zuvor verstorben. Sieglinde war die Einzige, die ihm geholfen hat. Wir haben uns das Haus schon mal von außen angesehen. Gut, von außen sieht es ja noch einigermaßen normal aus. Aber wenn man dann reingeht, dann sieht man den Unterschied. Dann wollen wir das mal tun. Ja. Dann gehen wir mal rein. Gut. Sieglinde und George planten für 270.000 Euro ein barrierefreies Haus, in dem jeder seine eigenen Räume hat. Das Erdgeschoss mit Küche und Wohnzimmer wollten sie gemeinsam nutzen. Doch das ist bis heute unmöglich. Ja, das ist nicht fertig. Angefangen und nicht fertig. Aha. Das sieht von außen besser aus. Ja, von außen sieht es toll aus. Treppe noch komplett roh. Das betrifft nicht nur die Treppe, sondern wie ich sehe auch die Türen. Richtig. Sind noch nicht eingebaut. Deswegen ist der Sockel auch nicht angearbeitet und so weiter. Elektro setzt sich das fort hier. Fehlen die Geländer auch noch provisorisch für den Bau, eine Absturzsicherung, mehr aber nicht. Es erstaunt mich schon sehr, wie man für einen gehbehinderten Menschen ein Haus mit derartigen Treppen als geeignet ansehen kann. Hier müssen wir dringend eine Lösung finden, vielleicht sogar mit einem Treppenlift. Aber mal ganz davon abgesehen, auf den ersten Blick ist erkennbar, dass man in dieses Haus noch nicht einziehen kann. Wir haben uns das so nicht vorgestellt. Wir hängen in der Luft, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und das ist für mich unerträglich. Lehmputz. Sie haben sich für Lehmputz entschieden. Das ist selten. Warum? Das ist atmungsaktiv und gesund. Zudem ist er eben feuchteregulierend und ein sehr guter Wärmespeicher. Das sieht man selten. Wir haben damals die Vorteile gesehen und uns ist es dann irgendwann zum Nachteil geworden, als der Generalunternehmer dann hier sich nicht darum gekümmert hat, die Heizung einzubauen und das Dach schon mal abzudichten, sondern erst Estrich und Lehmputz hier reingemacht hat und alles sich selbst überlassen hat, bis dann der
Lehmputz anfing zu blühen. Einige Wochen später entdeckten Sieglinde und George Schimmelspuren an einer Erdgeschossaußenwand. Außerdem krochen kleine Tierchen aus dem Lehmputz. Ein Fachmann identifizierte sie als Staubläuse. Aber der Schimmel ist jetzt weg. Sichtbar, ja. Es ist zu feucht. Und immer Lehm ist nass. Der ist einfach nass. Und das ist vergessen worden, keine Heizung. Das ist eine Katastrophe bei Lehm. Ist der Estrich auch noch nass reingekommen, dann undichtes Dach oder noch nicht fertig abgedichtet. Das Wasser ist runtergelaufen. Der traditionelle Lehmputz hat mehrere Vorzüge. Zum einen kann er aus dem Raumklima Feuchtigkeit aufnehmen und unverzögert wieder abgeben. Und er ist ein sehr guter Wärmespeicher. Hinzu kommt, es ist ein Naturprodukt und vor allen Dingen für Allergiker ein gut verwendbares Material. Aber es gibt bei der Verarbeitung auch Nachteile. Das im Material enthaltene Wasser kann nur verdunsten, weil es nicht chemisch gebunden wird. Und es dauert noch länger, wenn im Hause keine Heizung funktioniert. Das ist jetzt anderthalb Jahre her mit dem Lehmputz. Die ist immer noch zu feucht, das ist gemessen worden. So lang schon. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass ein Haus nach anderthalb Jahren immer noch nicht ausgetrocknet ist. Selbst Lehmputz braucht nicht eine so lange Trocknungszeit. Es muss noch andere Ursachen geben und die werden wir ganz sicher ergründen. Ein Gutachter hatte erhöhte Feuchtigkeitswerte in den Wänden nachgewiesen. Deshalb stellte der Unternehmer Trocknungsgeräte auf. Trotzdem kam es immer wieder zu Wasserschäden. Und zwar hatten wir auch hier ja das Problem, dass durch die mangelnde Dachabdichtung Feuchtigkeit eingedrungen ist. Da wahrscheinlich. Ja, hier ist nachgearbeitet worden. Ja, er sagte, was denn, da ist doch nichts. Ja, hast du mir gesagt, er hat die Schuld auf den Lehmbauer geschoben, aber er selbst hätte für die entsprechende Trocknung ja sorgen müssen und für die entsprechenden Voraussetzungen. Das hat er nicht gemacht. So wie das aussieht, ist es absolut inakzeptabel. Das ist ja schon provokant. Ja. Gab es einen Bauleiter? Ja, er. Er hat sich selber beaufsichtigt. Er war ja nicht da. Ich fühle mich von dem Bauunternehmer betrogen. Also menschlich als auch für das, was jetzt hier steht. Er ist ja einzig und allein für die Mängel verantwortlich. Nachdem der Außenputz aufgebracht ist, geht am Bau nichts mehr voran. Für den körperlich eingeschränkten George ist das besonders bitter. Der Neubau sollte ihm das Leben erleichtern. Es gibt zwar breitere Türdurchgänge, doch für Georges Gehbehinderung ist das nicht genug. Es gibt einige barrierefreie Elemente in Ihrem Haus hier. Welche Zusatzkosten sind denn dafür entstanden? So wie es geschätzt war, so 70.000. Das heißt, die Bäder, Treppenlifter, verbreiterte Türen, verbreiterte Treppe. Das haben Sie aber auch als Leistungsbeschreibung in Ihrem Vertrag auch stehen. Also diese Barrierefreiheit ist ja wichtig. Also er hat in vielen Stellen, wie wir im Nachhinein gesehen haben, hat er das so schwammig formuliert, dass halt mehr auf gut Glauben war, dass dann das letzten Endes so sein wird. Ein Punkt, den Manuela noch genauer untersuchen wird. Auf der Baustelle kamen viele Probleme zusammen. Die größte Sorge ist die Feuchtigkeit. Aber neben diesem Grundproblem gibt es in jedem Stockwerk noch andere Mängel. Schöner, großer Raum. Was hatten Sie hier gedacht? Ja, hier ist mein Inspirationsraum. Hier wollte ich mal. Das Atelier. Ja. Leider auch nicht fertig. Ja. Und mit den Mängeln, die Sie auch unten beschrieben haben. Ne, mit den Rissen hier. Das ist waagerecht fort. Ja. Ja. Und hier oben ist es so, da hat die Decke sich so gesetzt drunter. Sehen Sie es überall? Und dann wurde da irgendwas reingeschmiert. Also es hieß wohl nachher, dass dann diese Netze vergessen worden seien, einzuarbeiten. Und dass das dadurch gerissen ist. Man konnte praktisch ein Lineal durchstecken hier bis zum Bad rein. Also hier sieht es ja so aus, als hätte man zumindest versucht, einen Mangel zu beseitigen. Ganz ehrlich, sieht eher nach einer Verschlimmbesserung aus. Beim Bauprojekt von Sieglinde und George lief einfach nichts nach Plan. Hier hatte er uns versprochen, den Bereich sozusagen mit Holz oder Platten, je nachdem, zu belegen. Also der Bauunternehmer hat Ihnen fertigen, begehbaren Belag zugesagt. Und man sieht gleich, hier haben wir nur die Dachfolie, die wasserführende Ebene und eben kein Belag. Also auch hier nicht fertig. Ja. Es ist nicht gut gelaufen, Ihr Bauvorhaben hier bisher. Gibt es denn sonstige Besonderheiten, die wir wissen müssten? Ja, und zwar war es ja so gewesen, der Generalunternehmer ist ja mehrfach angeschrieben worden mit Fristsetzung von unserem Anwalt. Und er hat auf nichts reagiert, hat alle Fristen verstreichen lassen, hat sich totgestellt. Und auf einmal kam er dann privat auf mich zu, nicht über den Weg über den Anwalt genommen und wollte
das Haus günstig abkaufen. Er wollte es von Ihnen wieder zurückkaufen. Ja, zuerst macht er die ganzen Mängel rein und dann will er das anschließend kaufen, besonders dreist. Das ist unverschämt. Er hat sich dann doppelt bereichert. Er hat von uns das gesamte Geld bekommen und wollte dann noch billig an das Haus drankommen, um es dann gewinnmaximiert in bester Lage dann zu verkaufen. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Also das ist ja, also für ihn nicht. Für ihn nicht? Ja, für ihn nicht. Also entweder kann er nicht rechnen oder er war wirklich besonders dreist. Ja? Also eins ist klar, das war wahrscheinlich nicht schriftlich. Sie sind nur angerufen worden. Nein. Interessanterweise hat er auch Sie angerufen, obwohl Sie, ja, so wie ich Sie verstanden habe, den Vertrag unterschrieben haben, oder? Ja, ich bin die Bauherrin. Mhm. Gut, also jetzt wird es echt Zeit, dass ich mir die Unterlagen anschaue. Wo können wir das denn machen? Bei mir zu Hause. Bei Ihnen zu Hause? Dann würde ich sagen, fahren wir drei die Unterlagen anschauen. Genau, und du guckst, ich schaue mir die Mängel noch mal alle an. Gut. Nach dem ersten Rundgang durchs Haus habe ich zwar einige Mängel gesehen, aber ich denke mal, das Hauptproblem ist, dass die Baustelle nicht fertig gebaut wurde. Dafür muss es Gründe geben und um das zu überprüfen, brauche ich mehr als den Bauvertrag. Ich muss wissen, warum es zu dem Problem gekommen ist und dazu sind in der Regel die Schriftwechsel zwischen den Parteien sehr aufschlussreich. Die muss ich mir jetzt anschauen. Kaum sind Manuela und die Bauherren weg, da rücken bereits die Handwerker an. Bauleiter Michael, Fliesenprofi Marcel, die Maler Jens und Robert und Tischler Rico. Die Jungs werden fertigstellen, was monatelang liegen geblieben ist. Das gesamte Haus soll eben behindertengerecht ausgebaut werden. Da müssen wir noch drum kämpfen, ob wir da eine Unterstützung kriegen. Die Türen fehlen, Elektrik muss gemacht werden. Es gibt allerdings eine Rissbildung im gesamten Haus. Müssen wir auf jeden Fall bearbeiten. Okay. Michael, hier haben wir einen ganz kritischen Punkt, siehst du gleich. Schau mal hier, das ist alles viel zu knapp am Mauerwerk. Ne? Hier kriegst du keine Tür mehr eingebaut. Wie kann man denn die Fliesen und die Duschtasse vor allen Dingen? Gut. Also das ist hier eine riesen Fehlplanung in meinen Augen. Unsere Aufgabe ist auf jeden Fall, diese Probleme zu lösen. Mhm. Das ist dieser Punkt. Dann natürlich der Anstrich, wie in den anderen Räumen auch. Mhm. Wir haben hier ein Normmaß, 1 Meter. Das wäre eine standardmäßige Tür. Ja. Gut, ist natürlich Bestellware, also nicht Lagerware. Ne? Da müssen wir mal schauen. Ja, da muss ich noch rumtelefonieren. Also kriegen wir eine Lösung. Es ist jetzt keine Anfertigung, kein besonderes Maß, sondern es ist ein Standardmaß. Aber es ist nichts von der Stange. Bin ich auf jeden Fall dran. Okay, dann legen wir los. Immerhin müssen die Bauretter nicht alles zurückbauen. Die Treppe ist breit genug. 1,10 Meter. Bei der Breite der Treppe ist in jedem Fall berücksichtigt worden, dass hier ein Treppenlift noch eingebaut wird. Ohne diesen Treppenlift wäre die gesamte Einheit auch überhaupt nicht behindertengerecht. Für uns stellt sich natürlich die Aufgabe, wenn wir uns dieser Baustelle annehmen, brauchen wir Unterstützung aus der Region. Und da muss ich jetzt erstmal recherchieren. Hallo Manu, na? Puh, schwierig. Sieglinde und George hatten keine Aussicht mehr darauf, dass ihr Haus jemals fertig wird. Ihre letzte Hoffnung sind die Bauretter. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich weiß ja nicht, diese Ungewissheit, das Vertrauen, das... Ich kann immer.